Deutsche Memes ohne Führerschein. Yo Leute, was geht? Darf er das? Oh man, Alter. Ey, jetzt mal ganz kurz ein Real Talk. Wenn 12-Jährige mit einer JBL an dir vorbeilaufen, es gibt Leute, die laufen alleine in der Stadt rum mit so einer Bluetooth-Box. Bro, steck dir scheiß Kopfhörer an deine Ohren. So, ich find's auch schon kacke, wenn die das in einer Vierergruppe machen, aber dann kann man wenigstens damit argumentieren, die wollen ja, dass alle das hören. Aber Bro, warum läuft man alleine mit einer lauten Musikbox rum? Ich checke es nicht. Das ist so unfassbar cringe. Keiner will deine Scheißmusik hören, Bro. Oh Mann, Alter. Was geht ab, Digga? Oh mein Gott, Alter. Das war aber echt ein wilder Clip. Es ist auch so weird, wie auch immer man in einer nicht vorhandenen Sprache freestylen kann und da den Flow noch trifft, ohne dass das Gehirn rattern muss. Wirklich vollsten Respekt. Zählt er mit 6ix9ine den Müll selber rausfliegt. Das ist super weird. Naja gut, ich war auch nicht besser mit dem einen Clip, wo ich aus der Flasche mit Deckel drauf getrunken habe. Naja, passiert. Das war eine echte Fehlleistung. Obi. Aber Digga, diese ganzen neuen Schuhe, die die Leute da draußen tragen, von Balenciaga und. Digga, das sieht nicht aus wie ein Schuh, das sieht aus wie eine Behinderung. Hä? Das waren doch keine Balenciaga-Schuhe von Kevin. Das geht. Es ist jetzt. Ey, dass aus dem immer Sexual Memes gemacht werden, ist auch wirklich zu wild. Hab Sex mit meiner Freundin, sie fragt, wie es war. Ist aber nicht so befriedigend wie dieser Schiffskörper. Der ist ein Traum. Hey, was ist das? Nee, was ist das? Boah, mach das weg! Ey, wann ist das endlich weg? Er soll weggehen! Hä, was hat Sascha da geguckt? Auf Justin angelehnt. Er hat dich nachgemacht. Sascha, Junge. Aber das ist jedem mal passiert. Ja, Leute! Ich hab nicht mal einen Führerschein. Leute, das war wirklich. Das war wirklich. Hä, 10, der Junge hat einen Führerschein. Muss man doch sagen. Wir gucken in deutsche Memes, die von Big Mac gebannt wurden. Weisheiten mit Leon Mascher. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. Okay. Die Leute fragen mich immer, warum ich beim normalen Laufen immer zurückschaue. Das liegt daran, ich habe vor 2 Jahren einen Boomerang geworfen und der ist immer noch nicht zurückgekommen. Da kann ich aber nur mit dem Kopf schütteln. Wir sehen hier ein Auto mit Warnblinker direkt vor dem Getränkemarkt. Die Tür ist offen. Vermutlich will er nur mal eben schnell neue Getränke holen. Das sei aber ordnungswidrig und gefährlich, sagt Heuer. Deswegen notiert. Ey, einfach mal snitchen. Das ist wirklich der Inbegriff von Snitchen. Leute, die. Also, er behindert ja keinen. Er steht nur vor dem Laden und will kurz Getränke holen. Und dann kommt direkt wieder Alman Achim und meint so: Nee. Das werde ich erstmal melden. So ein Ehrenloser. Hier hat er das Autokennzeichen. Das ist Lukas. Und so. Mit der Handy-App Wegeheld fotografiert er das Fahrzeug und schickt die Anzeige direkt ans Ohr. Wegeheld, dass es dafür eine App gibt, eine Snitch-App. Dann nennt die doch auch bitte ehrenlose Snitch-App. Ordnungsamt. Uhr oder so noch? Nee. Keine Uhr. Wollte mal den Beamer-Fahrer sehen hier, Freunde. Ich bin
Der wollte auch nur ganz kurz Getränke holen. Oh mein Gott. So hin, stell mich so vor ihn hin und sag, komm her. So, also ich mache mich groß, breit und sag, was los, komm her. Ich gestern beim Sniper-Duell. Wen hattest du? Soll ich dich zerfleischen, Junge? Kann mir jemand sagen, was Morphas sind? Hä? What I... Kann mir jemand sagen, was Morphos sind? Was... What I soll my making when my mom call me? Wir müssen was tun und wir müssen sofort was tun. Der eine, der dachte, er hat gewonnen. Wer ist das? Ich bin ein Psychopath. Aber kriegst du nicht... Kriegst du keinen Druck? Also bei mir ist es so, bei meiner Familie ist richtig jetzt so langsam, so ich gehe auf die 30 zu, ist richtig Druck. Und du bist ja schon 33 bis 34. Also ich bin gerade im Ramadan, da ist sowieso Enthaltsamkeit und da ist Druck sowieso etwas. Was bei mir jetzt... Ich meine zu heiraten. Ah, oh. Darf ich schon? Oh Mann, Alter. Also ich muss einfach mal einen kurzen, spontanen Comedy-Preis raus und an Farid, der in letzter Zeit einfach so super unterhaltsame Witze macht. Dann das mit den Rosen auf seinem Shirt, das Aldi-Fashion-Pack-Opening und dann jetzt das. Also es ist einfach unterhaltsam. Und Lukas aka Goat einfach mit ganz spontan 69 Euro, no homo, einfach mal den McLaren aufholen lassen nach 9 Minuten Stream. Lukas aka Goat, der Name ist Programm, vielen Dank dir. Bitte nicht schlagen. Ehrenlos. Finde ich noch schlimmer, als zwar dieselbe Unterhose zu tragen. Gar keine Unterhose zu tragen. Das machen viele Leute, aber überlegt euch mal hier. Das machen viele Leute. Das macht keiner circa? Trägt jemand, also wirklich jetzt komplett ernst, weil trägt jemand von euch keine Unterhose? Ihr cappt. Jeder, der ja sagt, cappt. Nee, das glaube ich nicht. Wer sollte. Zieht doch nicht. Stell dir einfach mal schön in eine Cargohose schlüpfen ohne Unterhose. Nee. Nee, nee. Ihr habt gar keine Unterhose an, habt so eine Jeanshose an mit Reißverschluss. Und dann passiert das, was wo vor alle Männer Angst haben. Zip. Ah! Auf Beschneidung angelehnt. Was? Rentner, wenn du sie auf dem Fahrrad überholst. Ja, echt. Ganz echt. Junge, wenn ich wegen dir sterbe, meine Eltern kriegen kein Kindergeld mehr. Das ist auch das einzige Argument, was zählt, oder? Sorry, und Sie machen hier die Security, oder wie? Nee. Weil Sie so hier, so wie so ein Türsteher, ganz schön breit, ne? Also stabil gebaut, alles. War nur meine Mutter. 187, high und hungrig, war schon... Ey. Und jetzt kommt Schnapp. Ey, von diesem Clip gibt's auch wirklich tausende Memes. Das motherfucking Krokodil, Habibi. Freundschaft zwischen Mann und Frau. Nein. Okay. Der Orangensaft, liebe Freunde, ist frisch gepresst. Stand denn gegen was? Gegen Merkel! Gegen Merkel! Was? Okay. Eindeutig. Und warum? Und gegen den ganzen Park. Weil hier eine Volksverräterin ist! Aber alles wegen den... Politisch engagiert. Lehrern war das! What? Das ist geil. Einfach mal einen Schluck Wein eingeschüttet. Prost. Zwei... Hm? Lara, das war doch auf dich, weißt du noch? Zehner! Zehner, wenn das der richtige Kontext ist! Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits. Ja. Ich distanziere mich davon. Bruder, ich muss mich übelst festhalten. Ja, okay, genau. Leute, wir haben einfach einen Älteren bezahlt, damit er uns ein Cola kauft. Hier, ein Cola. Richtig geil. Und einfach noch ein Cola. Meine Eltern erlauben das nicht, weil ich nicht einschlafen darf. Aber mir ist das jetzt egal. Weil ich nicht einschlafen darf. Parfüm Nasil Uygulanir.
Herr Saman, Fai, Sikrama, Yapiro. Tu, Herr Kulagin, Arkasinda. Was? Hä? Was redet er? Nicht mehr 12, sie sind über 18, deswegen gibt es meinen Coke. Frisch, einen frischen Penis, es ist der einzig wahre und der lange. Was? Was? Nein. Nein. Nicht mehr 12, sie sind über 18, deswegen gibt es meinen Coke. Frisch, einen frischen Penis. Nein, der meint das ernst. Der meint das, glaube ich, wirklich. Das ist ernst gemeint, oder? Yo, Olli, was ist mit dir? Ich bin sprachlos. Warum? Männerwelten, ja wirklich.